Das war einfach ein Ausdruck von unserem Inneren, von unserem... Man wollte einfach rausschreien, oder? Gut, manchmal geschrauen, man hat nicht gewusst, wieso, aber wenn man einmal geschrauen hat, dann ist man erleichtert gewesen. Man hat sich vor allem einfach absondern oder abheben, auch von anderen Banden. Oder was mir immer denkt, dass ich auch die geileren Jacken wollte haben, wie eben Basler hatten oder wie der Tiger oder so. Als Bandenmitglied hat es aber nicht gelangt, wenn man eine angeschriebene Jacke und einen Mitgliederausweis hatte. Viele Banden haben eine Mutprobe als Aufnahmeprüfung verlangt. Statuten und die Höhe des Mitgliederbeitrags waren in einem sogenannten Bandengesetz geregelt. Das ist schon ins Bündchen hineingegangen, oder? Eben so Gesetzli und so Zeug. Das habe ich nicht. Ich hätte es nicht gebraucht. Oder? Es passt irgendwie nicht zu einem halbstarken Bandi-Regeln, oder? Und auf der anderen Seite habe ich dann gleich sagen, ja gut, wahrscheinlich braucht es das halt gleich, oder? Wir haben eigentlich einen guten Draht zu allen Gruppen. Wir sind, es hat ja da bei mehreren sicher über 15, 20 Gruppen in der Schweiz. Wir haben eigentlich einen guten Draht gehabt, und wenn wir andere getroffen haben, sind sie mit uns zusammen, also uns einen Zusammenschluss gegeben. Das war eigentlich das grösste Treffen, das wir mehr gemacht haben. Von den Pfingsten in der Petersinsel. Da sind von der ganzen Schweiz gekommen. Basel, Luzern, Aarau, Zürich. Da haben wir unsere Zelte aufgestellt und haben in 3 Tagen richtig gefestet. Es ist sicher auf dieser Petersinsel ist es sicher wild zu und her gegangen, oder? Du kannst dir ja vorstellen, das sind alle halbstarke Banden, hat sich dort getroffen auf dieser Insel. Ich kann nicht sagen, wie viele Leute wir waren, das ist schwierig, das nicht abschätzen, aber es sind also, glaube ich, die meisten, die jemals zusammengekommen sind in der Schweiz, das war die Petersinsel. Also ich mag mich nur erinnern, dort haben wir also Bier getrunken, das mag mich erinnern. Wir haben einfach gefestet und gesoffen und ein bisschen umgewiebert oder und weiss, gucken oder gefestet und geführt gemacht oder und gefressen und gesoffen wie Kannibalen, oder? Schön gewesen. Hat dann auch ein bisschen Provokation gegeben, haben das auch zum Teil auch ein bisschen gesucht. Andererseits sind wir auch provoziert worden, als wir alleine unterwegs waren. Wir haben sie uns abübelt. Wir waren das einzige Mal in Luzern an einem Turnfest. Und da haben wir mal flüchten in unseren Kaffee, den wir dort gegeben haben. Das hat Nebelspalter geheißen. Und da waren wir gefangen, dort, weil draußen haben Turner auf uns gewartet und wollten uns abschlagen. Und das war eigentlich sehr peinlich. Da hat die Polizei uns müssen befreien aus dem Kaffee. In der Gruppe sind wir natürlich dann wieder in Mehrzahl sind wir natürlich wieder stark gewesen, oder? Ja, wenn irgendein Fremd reinkam, war neugierig oder hat ein bisschen Sprüche gemacht und so, dann hat mir in der Krawatte abgeschnitten. Das Blausch. Die Krawatte hat man dann an der Bar oben angehängt. Das war vielleicht so 10 bis 20 Krawatten. Aber die keine Krawatte mehr hatten, oder nur die Hälfte, hätte die groß interessiert. Irgendwie hat einem das schon ein bisschen gefallen, eben wenn du ein bisschen provoziert hast damit, oder?
Aber man hat ja eigentlich doch eben auch nicht unbedingt eben nur Lampen wollen, oder? Es ist fast wie ein Rassismus, hat das gegeben. Also man ist zum Beispiel mit einem Jeansgewändchen und auch später mit langen Haaren ist man einfach nicht bedient worden an den Orten. Oder als ob man jetzt irgendwie Aussetzungen wäre oder die falsche Haarfarbe oder die falsche Hautfarbe hat. Oder? Die Halbstarken finden kaum einen Beiz, wo sie bedient werden. Willkommen sind sie nur gerade in wenigen Szenentreffpunkten, zum Beispiel das Café Oasis zu Basel oder im Nebelspalter zu Luzern. In Zürich treffen sich die Halbstarken im Café Mary und vor allem an der Ruhrgasse im berühmt-berüchtigten Schwarzen Ring. Ja, das sieht schon etwas anders aus da rein als voran. Wesentlich heller, würde ich sagen. Also voran hat alles so eine dunkelbraune Holzdächer gehabt. Hier oben Galerie, die war Galerie. Und da war ein Paar gsi, so da hinten. Dort war ein Pfosten. Hinten dran zwei Flippenkästen. Und da war die Musikbox. Und dann hat er die Türen auf. Und da haben immer Girls gesehen, oben durchlaufen, wenn sie aufs WC sind. Das ist ein wunderbarer Platz, wenn man am Fenster guckt, ist einfach immer schön gewusst, wer da ist und so, weil ich dem ganzen Gedränge in sonst gar nicht sehe. Man hat sich im Schwarzen Ring eben hauptsächlich einfach getroffen und im Schwarzen Ring hat es auch keinen Alkohol gegeben. Da hast du Kaffee, dann hast du Kaffee gesoffen und Gucki und man hat gelaufen und man hat Weiber aufgerissen. Wenn es nicht gerade geregnet hat und zu kalt ist, ist man einfach da draußen geguckt. Da auf diesen Dings, auf diesen Fenstersimsen und hat ja, Daumen in die Dinge gehabt und hat versucht, lässig auszusehen. Und die Leute sind unten dran gestanden und oben gestanden und haben so oben abgeschaut, um die gefährlichen Bursten zu sehen. Wir haben vielfach auch noch auf der Straße getanzt zu dieser Musik, weil ich bin ein grosses Tanzvögel, wie man auf Deutsch sagt, oder? Und das hat eben auch die Leute angezogen zum Waffen. Ich bin einmal da reingekommen mit der Gitarre. Also eingepackt natürlich, oder? Im Stoffetui. Und dann nachher fragt der Barman, der Chef da rein, der René, spielst du Gitarre? Und ich gesagt, ja. Ja, spielst du mal eins? Ja. Das muss sein, oder? Und dann bin ich auf den Tisch gestanden und habe Elvis mit Hüftschwung gespielt und so zwei, drei Songs. Dann hat er gefragt, die Leute haben Applaus gehabt. Und dann ist er nachher zu mir und gesagt, du, ich glaube, den Leuten hat es gefallen. Gib dir immer 10 Stutz, wenn du jeden Mittwoch hierher kommst und dann mal eins spielst am Nachmittag. So, dann kommen ein paar Leute mehr am Nachmittag. Und so habe ich dann eigentlich mein erstes festes Engagement gehabt da rein. Jeden Mittwoch habe ich dann da so, also, natürlich nicht jahrelang, aber so während der mal ein paar Wochen, oder? Lang bleiben die Halbstarken aber auch im Niederdorf nicht unbelästigt. Im Frühsommer 1960 titelt der Blick «Kuhgasse, Halbstarkennest von Zürich». Im Artikel wird der Schwarze Ring als Treffpunkt von jungen Kriminellen beschrieben. Nur zwei Tage später macht dann auch die Zürcher Stadtpolizei die erste grosse Halbstarken-Razzia. Gut 100 Jugendliche werden festgenommen, verhört und in einem sogenannten Halbstarken-Register fischiert. Da haben sie unten die Heringstrasse abgeriegelt und oben haben sie abgeriegelt. Oder? Und haben dann die Praxis Café Mary ein bisschen gestürmt. Oder? Und wir sind dann auch raus. Oder? Und dann hat man wieder unten raus können, noch oben raus. Oder? Es hat aber keiner irgendetwas verbrochen. Also es war einfach eben eine Filzerei gewesen, oder? Sie haben einfach jeden wollen mitnehmen und für jeden wollen Personalien aufnehmen und Finger abdrücken. I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Die Polizei ist aber nachher fast enttäuscht über das Ergebnis dieser Razzia. Denn außer ein paar unter 16-jährigen Ausreißer hat sie keinen einzigen Kriminellen gefunden. Obwohl das ja nicht kriminell war, bist du einfach behandelt worden wie ein Krimineller, oder? Die haben eben auch hinter uns vermutet, weiss der Teufel. Was mir da für Schwerverbrecher sagen, ich weiß nicht was. Aber. Zwei Sachen. Ich habe dann den Al Capone-Gang gefunden, wir sollten ein Syndikat machen, oder? Dass wir uns mehr ja, ein bisschen stärker werden gegenüber der, gegen der anderen Gesellschaft.
Ja, er hat da will ein etwas Größeres aufsehen, aber es ist nicht so richtig. Weil er hat ein paar gehabt, die nicht dafür waren. Und die meisten haben gefunden, so wie es jetzt ist, es ist langes, komplettes. Die Verschmelzung von der Gangs haben sie eigentlich nicht wollen. Es hat jeder selbstständig geblieben. Oder? Und mir hat das nicht gepasst. Das war schon wieder irgend so etwas, gewesen, oder, wo man trainiert zwängt wird, in eine Gruppierung. Rein, oder? Und weil ich eben schon mit dem Bandengesetz ein Problem hatte, oder, habe ich gesagt, und dann hat das Syndikat nochmal ein Gesetz gehabt. Oder? Nochmal so ein Syndikatsgesetz. Oder? Und da habe ich mir sagen, nein, das kann es jetzt wirklich nicht sein. Oder? Da gibt es gar nichts, da gehen wir gar nicht ein. Oder? Fertig, Schluss. Oder?